Ja, ich hoffe, das erste Video war sehr hilfreich und hat euch schon mal ein bisschen weitergebracht. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich an der Anwendung, also mit der Anwendung fortsetzen, die wir gestern geschrieben haben. Das heißt, wir haben immer noch unseren Taschenrechner hier. Der Code sollte euch bekannt vorkommen. Wenn nicht, solltet ihr euch das erste Video nochmal anschauen. Wir haben also jetzt den Taschenrechner und wie es sich für eine gute Anwendung gehört, wollen wir noch ein paar Sachen hinzufügen. Zum einen, wenn Android weltweit verfügbar sein soll, dann sollte es auch in mehreren Sprachen existieren. Ich weiß, wir haben nicht sehr viele Texte drin, aber die wir drin haben, die sollten wir schon übersetzen, damit dieser Taschenrechner auch überall verfügbar ist. Des Weiteren möchte ich eine kleine Credit Page hinzupacken oder eine, sagen wir mal, Hilfeseite. Wir brauchen eine Hilfeseite dazu, um einfach mal zu zeigen, wie man weitere Activities einbindet und diese aufruft. Jetzt weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange an mit der Internationalisierung. Das heißt, wir gehen wieder in unser REST-Package und damit diese Ordner, und zwar Layout erstmal. Und es gibt einen weiteren Ordner, der heißt Values. Und in Values ist momentan nichts anderes drin als eine String.xml. Wenn wir die öffnen, stellen wir Folgendes fest. Da steht schon was drin. Und zwar steht hier schon Hello World Starter und Taschenrechner. Jetzt müssen wir kurz überlegen, Moment, haben wir das nicht schon längst irgendwann mal gelöscht? Ja, das Ding ist aber, wir haben nicht aufgepasst und es stand nicht der Klartext in der Layout-Datei, sondern einfach nur ein Verweis auf diese String-XML-Datei. Und in dieser String-XML-Datei befinden sich alle Strings oder könnten sich alle Strings befinden, wenn man beim Programmieren darauf achtet, dass man alle darin ablegt. Der Vorteil hier dran ist, ich kann einen weiteren Ordner anlegen und den nenne ich zum Beispiel value-de. Wenn jetzt Android, also die Anwendung, die Oberfläche, zum Beispiel den String Hello aus der String.xml anfordert, dann guckt Google zunächst, oder beziehungsweise Android guckt zunächst erst einmal, ob es in der Landessprache, also unter value.de, diesen String gibt. Wenn er ihn dort nicht findet, dann geht er weiter in der Suche und schaut in die Values-Datei. Mit anderen Worten, hierüber können wir blitzschnell, also wenn wir alle Strings, die wir in unserer Anwendung haben, hier drin definiert haben, können wir ganz schnell Übersetzungen hinzufügen. Deswegen fange ich jetzt auch einfach mal an, diese String.xml zu bearbeiten. Meine Hauptidee ist immer diese Standard-Value-Datei. Das ist quasi die Datei, die immer gezogen wird, wenn in den anderen Dateien der String nicht gefunden werden kann. Deswegen nehme ich die Values, also die Standard-Datei, immer als Englisch, weil dann kann ich später weitere Strings hinzufügen, wenn ich dann aus Versehen vergesse, das zu übersetzen. Dann haben die, sag ich mal, die Schweden und die Finnen keinen deutschen, sondern englischen Text und kommen trotzdem noch klar. Weil Englisch ja mehr oder weniger so die internationale Sprache ist und jeder hat sich daran gewöhnt, dass die meisten Apps irgendwie auf Englisch sind. Gut, fangen wir an, die String.xml zu bearbeiten. Denn das Hallo Welt, das können wir rauslöschen, das brauchen wir nicht. Den Taschenrechner, das ist der App-Name, der ist quasi schon internationalisiert, das ist ganz nett. Jetzt können wir also weitermachen. Wenn wir uns daran erinnern, hatten wir quasi eigentlich nur drei Texte, Zahl 1, Zahl 2 und als letztes war das Ergebnis. Das heißt, wir machen jetzt genau das Gleiche. Wie gesagt, ich mache es gleich in Englisch, damit wir gleich mit der Übersetzung fortfahren können. Das hat ein bisschen gedauert gerade. Num 2 und Result. So, das sind jetzt unsere Texte. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die in der Oberfläche sich noch drin befinden. Hier meckert er jetzt wahrscheinlich, dass er die Strings mal gar nicht findet. Moment, wollen wir uns nachgucken. Ah, Moment. Der Ordnername ist invalid, weil ich da was Wichtiges vergessen habe. Das heißt natürlich values nicht. Das müsste aufhören zu meckern. Wunderbar. So, jetzt bauen wir das erstmal in die Oberfläche ein. Das heißt, wir gehen in unsere Layout-Datei. Da ist er. Jetzt müssen wir diese Felder, da darf jetzt kein Text mehr drin stehen.
löschen wir also raus. Und dieser Editor bietet uns hier gleich an, dass wir hier auf die drei Punkte klicken. Und dann öffnet er automatisch die String-XML und bietet uns alle vordefinierten String-Ressourcen an. Jetzt merkt man schon, jetzt muss ich dazu sagen, wenn man später 20.000 Activities hat, na gut, so viel wird man nie haben, aber dann sagen wir mal, wir haben 5. Und wir nennen unsere Strings weiterhin Num 1, Num 2 und weiß ich, Zurück-Button. Dann werden wir irgendwann das Problem bekommen, dass wir nicht mehr wissen, welcher String sich auf welcher Activity befindet. Deswegen mein Tipp, wenn wir Strings definieren, jetzt in so einer kleinen Anwendung ist es egal, in den großen Anwendungen macht es Sinn, die Activity davor zu schreiben und dann Unterstrich und dann das Feld zu definieren, weil dann kommt man auch hier bei der Suche, dann kann man hier oben nämlich direkt die Activity eingeben, also Num zum Beispiel, und dann würde er nur die ausspucken, die auch auf dieser Activity sind. Nur so, dass man sich besser zurechtfindet. In unserer kleinen Anwendung hier momentan reicht uns das so. Also wähle ich Num 1 aus, jetzt sieht man hier, dass da schon Number 1 steht. Also fahren wir fort, machen wir das Ganze nochmal mit der zweiten Zahl. Num 2 und das Ding ist Result. Wo ist er? So, jetzt kommen wir zur deutschen Übersetzung. Vorher müssen wir vielleicht das deutsche Wort im Englisch noch übersetzen hier. Das heißt natürlich Kalkulator. So. Und dann kopieren wir jetzt die String-XML komplett in die deutsche Datei rein. Paste. Boah, das hat gut funktioniert hier. Copy. So, jetzt haben wir die deutsche Datei und jetzt können wir es wieder Taschenrechner nennen. Zahl 1, Zahl 2, oh, 2 steht ja schon. Ergebnis. Diese Layout-Datei, die bietet uns hier auch die Möglichkeit, oben die Sprache auszuwählen. Das heißt, wir können Other machen, dann sehen wir hier, wie wird es aussehen, wenn man irgendeine Sprache hat, die nicht definiert ist, also die Standardsprache. Und dann können wir zum Beispiel Deutsch, und zwar, dahinter steht noch /any. Der Hintergrund ist, dass es in Deutsch, selbst in Deutsch, unterschiedliche Sprachen nochmal gibt, beziehungsweise unterschiedliche Regionen. Und zwar gibt es ja Deutsch-Deutschland, es gibt Deutsch-Österreich und Deutsch-Schweiz, und auch die kann man mit unterschiedlichen Übersetzungen versorgen, macht manchmal Sinn. In dem Falle schreibt man dann dahinter noch ein kleines Minus und dann, ich glaube, so ein Unterstrich und dann R und dann halt die Region, also die E, A, U und so weiter. Ist für uns aber erstmal uninteressant, weil den Taschenrechner, den werden wir international gesehen, glaube ich, nur in Deutsch und Englisch und vielleicht Französisch übersetzen. Können wir übrigens auch noch machen, aber ich denke, es reicht erstmal so. Also wer jetzt noch Französisch machen will, kann natürlich auch einen Values-FR-Ordner machen. Die String-XML kurz bei Google Translate reinkloppen und nach 5-6 Stunden hat er dann irgendwann auch alle anderen 50.000 Sprachen umgesetzt. Also ist eine schöne Sache. Ich persönlich finde es sehr übersichtlich, so zu arbeiten. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt will ich noch zeigen, wie man das innen, also hier drin einsetzt. Und da haben wir allerdings noch keinen Text angezeigt. Machen wir das denn jetzt am besten? Naja, wir können es ja so sagen. Und zwar, wir können hier drin den String auch anfordern, und zwar über getResources und dann .getString. Und dann können wir hier wieder mit dem R-Kram arbeiten. R. Dann natürlich nicht ID, sondern es gibt hier auch String. Und genau hier finden wir alle unsere Strings wieder. Das heißt Num 1, Num 2, Num 3, also die übersetzten Strings. Wenn wir so, also das ist jetzt ein Beispiel, wie man den String in seinem Source Code einsetzen kann. Ich habe jetzt da, wie gesagt, kein praktisches Beispiel in meinem Quellcode, weil ich alles über ein Layout definiert habe bis jetzt. Aber nur so für den Hinterkopf, mit diesem GetResources, GetString kann man halt in der Anwendung dann den String rausziehen, wenn man Dialoge baut und für alles andere, wo man kein Layout für angelegt hat. Also in größeren Projekten werdet ihr hundertprozentig drauf stoßen. Gut, dann haben wir jetzt quasi unsere Übersetzungsmöglichkeit geschaffen. Das heißt, ab jetzt können wir die Sprachen wechseln und dementsprechend ist dann halt auch der Text auf Englisch oder auf Deutsch.
Jetzt wollen wir aber eine Hilfeseite hinzufügen. Dazu bauen wir ein neues Layout. Ich kopiere mal ganz gerne das vorhandene, dann brauche ich dieses. Nennen wir Help. So, dann brauchen wir die Hälfte der Elemente hier nicht mehr. Wir nutzen einfach den ersten Textcontainer für unseren Hilfetext. Und das Schöne ist, man kann auch, und das wollte ich noch zeigen, gleich hier an Ort und Stelle diese Strings definieren. Und zwar klicke ich dazu auf die drei Punkte. Und dann bietet er mir ja die Strings aus, bietet er mir die Strings an, die wir auswählen wollen oder auswählen können. Und hier unten gibt es den Button New String und damit kann ich einen neuen String anlegen. Und den nenne ich jetzt Help Text. Und dann schreiben wir jetzt rein. Hier unten steht übrigens auch, welcher Resource-File das ist. Das heißt, das ist jetzt unser allgemeiner Source-File, sprich Englisch. Just type in numbers and click one of the buttons. So, das belassen wir jetzt im Hilfetext. Wer Lust hat, kann das Ganze natürlich noch mit Grafiken versehen und Bildern und. Jetzt erscheint er hier, ich kann ihn auswählen und wir sehen, funktioniert. Wer jetzt die deutsche Übersetzung haben will, nur mal zum Verständnis, können wir hier reingehen, da ist der Helptext. Und den brauchen wir jetzt in die deutsche nochmal ein. Zwei Nummern eingeben, Komma und einen der Buttons drücken. So, soviel zum Thema umfangreiche Hilfe. Können wir beides zumachen, ich glaube, mehr Strings erzeugen wir nicht. Was müssen wir jetzt tun, damit das Ding geöffnet wird, wenn ich in der anderen Anwendung bin? Zunächst einmal brauchen wir natürlich eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen. Siehst du, da brauche ich doch nochmal einen String. Und zwar sollten wir im Layout einen Button definieren, der uns zur Hilfe führt. Jetzt habe ich übrigens alles kaputt gemacht, sehe ich gerade. Ich habe die Mail umgeschrieben. Oh. Das war natürlich geschickt. So kurz nochmal umkopieren. Oder umbenennen, das tut's auch. Schon müde heute Morgen. Refactor Rename und das Ding heißt jetzt Main wieder. Naja, Refactoring gehört ja immer zum Arbeiten dazu. Jetzt passt. Alter Fehler. Jetzt habe ich sie verdreht. Ich werde wahnsinnig. Moment. Das glaube ich ihm jetzt ja nicht. Doch, jetzt passt's. Jetzt habe ich es korrigiert. Da ist die Main, passt. Help passt auch. Wunderbar. Meine Fresse. So, jetzt brauchen wir natürlich in der Main-Klasse brauchen wir jetzt noch einen Button, der uns automatisch zur Hilfe führt. Das heißt, wir bauen jetzt noch einen Button ein. Wupp. Da drunter. Den setzen wir am besten auf volle Breite. Fill Parent, dann sollte er volle Breite machen, richtig. Und bauen jetzt den Help-Text mit ein. Wo haben wir den Text? Ausgewählt. So, ID. ID sollten wir natürlich auch noch umbenennen, damit wir das Ding gleich wiederfinden. Wir nennen es jetzt Help Button. Und dann haben wir hier Text. Da schreiben wir jetzt Help. Oh, wir wollen ja mit Strings arbeiten. Das zeigen wir neuen. Nennen wir Help Button. Schreiben Help rein. Okay. Jetzt haben wir unseren Button fertig, den müssen wir jetzt im Starter natürlich auch wieder. Jetzt sollten wir es noch speichern, können wir auch schließen. Den Button erstmal hier wieder hinzufügen, das heißt, wir sagen jetzt hier Help. Help Button. Und dann müssen wir natürlich den noch bekommen. Help Button. Cast Off Button.
find view by id r.id.hubbutton. Zack. Jetzt haben wir den. Der braucht auch nochmal einen Listener. So, wenn der geklickt wird. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe die ganzen Rechnungen da drin gehabt. Das will ich jetzt noch nicht umbauen. Mach jetzt einfach new. Ein Click-Listener. Ist ein bisschen unschöner, aber mein richtiger, regulärer Click-Listener ist scheinbar nicht dafür geeignet. Das hätte ich vorher sehen müssen. Gut. Wie können wir jetzt die andere Activity öffnen? Das ist die große Frage. Und zwar gibt es bei Android sogenannte Intents. Was ist ein Intent? Intent ist eine Erklärung. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das werden wir vielleicht später auch nochmal für andere Sachen verwenden. Mit dieser Erklärung geben wir nur an, was wir machen können. Wir können zum einen definitiv sagen, was wir wollen. Wir können sagen, ich möchte activity.de, selfish und so weiter öffnen. Was ich aber auch machen kann, ich kann sagen, ich möchte einen Browser öffnen und ich möchte die und die URL aufrufen. Oder ich möchte den Kontaktmanager öffnen und die und das machen. Der Vorteil an dieser Geschichte ist, dass Android dadurch komplett, sagen wir mal, modulisiert, egal. Man kann installieren, welche Anwendung man immer will. Wenn alle auf diese Intents achten, dann ist egal, wie man die Anwendungen installiert und welche man installiert hat, die arbeiten zusammen. Das heißt, wenn ich in einer Anwendung einen Kontakt auswählen will, öffnet sich mein Standard-Kontaktmanager. Wenn ich ein Foto schießen will, öffnet sich meine Standard-Foto-App. Wenn ich, was auch immer, eine Nachricht schicken will, eine SMS schicken will, dann wird die nicht aus dem Programm einfach so über meine Karte rausgeschickt, sondern wenn ich zum Beispiel Google Voice habe, dann geht die SMS über Google Voice raus. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht explizit sage, welche App ich benutze, sondern sage, ich möchte gerne SMS schicken, also den sogenannten Intent. Es läuft aber immer über diese Intents. Wir wollen jetzt aber einen definitiven Intent machen. Fakt ist, wir brauchen einen Intent, den nenne ich jetzt i. Und dann sagen wir neuer Intent. Whoop. So, und dann sehen wir, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es hier String Action und genau da können wir zum Beispiel definieren, was für ein Intent wir haben. Also es gibt, wie gesagt, Browser öffnen und so weiter. Wir können uns noch neue ausdenken. Wir können zum Beispiel sagen, oh, wir haben eine neue Anwendung, die immer eine Bratwurst auf dem Bildschirm zeigt. Aber es gibt natürlich verschiedene Hersteller von Bratwurst-Apps, die gerne ihre Bratwurst zeigen möchten. Und der Nutzer soll favorisieren können, welche Bratwurst angezeigt wird. Das heißt, wir machen unser Intent, die selfish Bratwurst. Und alle Entwickler, die können genau diese Intent einpflegen. Android merkt sich das und dann würde die jeweilige Bratwurst dann angezeigt werden. Wie auch immer, wir wollen uns einfach hierauf beschränken, dass wir die Klasse nennen. Das heißt, wir sagen jetzt hier help.class. Also wir brauchen den nächsten Kontext natürlich, Entschuldigung. Der Kontext ist meistens die Activity selbst, also this und dann die Hilfeseite, die es allerdings noch nicht gibt. Die müssen wir jetzt erst erstellen. Und so kopiere ich jetzt erstmal die Standard-Activity. Okay, also neu schreiben, meine Güte. Das ist so anstrengend. Die muss natürlich Help heißen dann. So, im Prinzip ist es genau das gleiche wie hier auch. Wir haben, das Ganze ist eine Activity. Und wir implementieren aber nichts. Und auch hier haben wir wieder so eine onCreate-Methode. So. Na, passt. Natürlich ist das Layout nicht Main, sondern in dem Fall Help. Und damit ist das durch. Huch, was ist jetzt hier los? Hat irgendwas geklickt hier? Achso, da oben. So. Wir brauchen der Kontext, den holen wir uns doch. Genau, der Punkt ist jetzt gerade.
Also das scheint als Kontext nicht zu funktionieren, ganz einfach deswegen, weil wir ja in dem Interface hier drin sind, on-click, und das ist kein Kontext. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Hauptactivity nochmal nennen, das ist starter.this. Wenn ihr sonst irgendwo in einer Funktion eine andere Activity aufruft, reicht euch das this. Wie auch immer, jetzt haben wir das Intent macht aber noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt explizit das Ding starten. Da gibt es eine Methode für, die heißt StartActivity. Wir haben da mehrere Activities, zum Beispiel StartActivity for Result. Das ist, wie erwähnt, wenn wir halt so einen Kontaktmanager ansprechen, dann gibt er ja auch was zurück. Und genau dafür ist das halt, benutzt man das halt. Diese Intents kommen in die eigene Anwendung dann zurück mit einem jeweiligen Request-Code. Funktioniert auch, wenn man zwischen Activities Daten austauschen möchte. Wie auch immer, ist für uns aber uninteressant gerade. Wir wollen nur eine Activity starten, das heißt, uns reicht das hier. Und wie wir sehen, muss dahinter nur ein Intent stehen, das heißt, da kommt das I rein und Semikolon ist die Zeile fertig. So, das sieht schon mal ganz nett aus, funktioniert aber noch nicht, weil Android diese Activity noch nicht kennt. Dazu müssen wir die noch nachtragen in dieser Android Manifest. Das können wir einmal über den Editor machen oder händisch hier drin. Ich mache es jetzt noch in dem Editor hier. Und dann finden wir unten unter Application hier alle Application Nodes, also alle Activities quasi. Hier sehen wir auch schon, dass der Starter einen sogenannten Intent-Filter hat, was ich halt sagte. Und da sehen wir, einmal ist die Aussage, das Ding ist eine Main, und das andere ist, es ist ein Launcher. Unsere neue Activity braucht das beides nicht. Es ist eine reine... Es ist ein reiner Intent-Filter. Nee, es ist nicht. Mensch. Ich brauche auch eine Activity hier. Jetzt macht es. Activity, so. Dann müssen wir festlegen, welche Activity das ist. Und zwar ist das Punkt Help. Dann können wir noch festlegen, welches Schema und so weiter, ob es ein Icon hat. Wir können noch zum Beispiel, eine schöne Sache ist, die Screen Orientation einstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen, das Ding soll nicht gekippt werden, also momentan können wir ja die Anwendung kippen und sie funktioniert trotzdem. Wenn wir das nicht wollen, können wir das an dieser Stelle unterbinden. Hier können wir zum Beispiel sagen, dass es immer Landscape oder immer Porträtansicht ist. Für uns ist das aber jetzt momentan egal. Wobei, ich kann ja mal, um es zu zeigen, sagen, okay, unsere Hilfe ist immer Porträtansicht. Wenn wir jetzt gespeichert haben, dann sollten wir alles haben. Ein Tipp noch, ich weiß nicht, das haben wir bei ein paar Windows-Rechnern festgestellt. Wenn ihr oben auf Play drückt, seht zu, dass ihr nicht, ich wiederhole, nicht in einer XML-Datei seid. Ich zeige kurz, was passiert. Wenn ich jetzt Play drücke, dann, warum auch immer, generiert da eine XML-Out-Datei. Die ist absolut Müll. Und dann ist man verwirrt, weil das ganze Projekt angeblich kaputt ist. Erstens startet es nicht. Wir haben hier unten eine dubiose Fehlermeldung. Und eigentlich kriegen wir auch noch hier so eine schöne Warnung. Kriegen wir nicht mehr. Ja, schade sogar in diesem Fall. Also, ich zeig's nochmal mit der Ressourcen-Datei, dann knallt's nämlich richtig. Da steht's einfach immer raus. Wenn wir unter Ressources sind, genau, macht doch Sinn, weil dann zerschießen wir nämlich die R. Und wir mal drücken hier drin Play. Dann knallt's richtig. Jetzt erstellt er uns auch hier die XML-Out-Datei. Die kann der R, die kann nicht in diese R eingepflegt werden. Dadurch knallt's, wir haben hier einen roten Punkt und dann ist erstmal Chaos. Um das zu beheben, müssen wir die String-Out-Datei löschen. Und manchmal müssen wir hier oben noch auf Projekt und dann Clean gehen. Und dann ist eigentlich alles wieder behoben. Nur so für den Fall, dass ihr da mal aus den reinrennt. Es empfiehlt sich einfach darauf zu achten. Aber wie man ja manchmal ein bisschen müde ist, wird es euch bestimmt ein paar Mal passieren. Und wenn ihr dann das gleiche Problem habt wie ich hier, ist das eure Lösung. So, der Emulator sollte im Hintergrund jetzt gestartet sein. Da ist er. Und da ist auch unser Taschenrechner. Wenn wir jetzt auf Hilfe klicken, dann öffnet sich die Hilfeseite, die können wir mit zurück wieder verlassen. Und wenn ich jetzt das Gerät kippe,
Ich hoffe, ich kriege das noch hin hier. So, irgendeine Num-Taste. Da. Dann bleibt der hier in der etwas bescheidenen Position erhalten. Der Kalkulator, aber der dreht. So, um jetzt noch zu beweisen, dass wir es auch hingekriegt haben, es in mehreren Sprachen anzubieten. Das jetzt ist alles Englisch. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Home-Button. Und dann gibt es hier irgend so ein Language hier. Custom Locale. Irgendwo kann man die Sprache umstellen. Ich glaube, das war hier. Genau, jetzt kann ich hier auf Deutsch wechseln. Da ist Deutsch. Upp. Wie gesagt, hier sehen wir auch die Untersprachen. Deutsch-Deutsch, Deutsch-Schweiz. Jetzt nochmal auf Deutsch-Deutsch. So, und jetzt gehen wir zurück in unsere Anwendung. Taschenrechner. Oh, da heißt es schon Taschenrechner. Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3. Das heißt, wir sehen, die ganze Anwendung wurde übersetzt. Wer jetzt sagt, oh, das funktioniert aber eigentlich nicht mehr. Das stimmt. Wir können auf den untersten Button nicht zugreifen. Bei so einer Anwendung sollte man dann überlegen, das Ganze in ein sogenanntes Scroll-Panel zu legen. Wenn wir schon so viel Informationen haben, dass wir scrollen müssen, soll man das Scrollen noch hinzufügen. Oder wir können hier oben diese Leiste ausblenden. Wie auch immer. Unser Taschenrechner sollte primär in der Ansicht verwendet werden. Und da funktioniert alles. Ja, also wir haben eine Menge geschafft heute. Wir haben Internationalisierung in unseren Taschenrechner eingebaut. Wir haben eine Hilfeseite eingebaut und die ist für mich jetzt auch auf Deutsch, hoffe ich. Ja. Wir haben eine neue Activity gestartet und ich denke, dann sind wir auch schon fertig mit unserem Taschenrechner und in einem der nächsten Tutorials werden wir uns einem neuen Projekt widmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Programmieren.